Nach Kalima, da können wir ja jetzt, glaube ich, nicht, oder sollten wir zumindest gerade nicht rüber. Ja, meine Leute schalten die Lampen auf Rot, sobald es losgeht. Dann haben wir noch 20 Sekunden, bis die Sucher auf der Brücke sind. Beruhigend. So, wir brauchen... Ich sag euch, wir müssen Spotter rein düdeln. Zu versetzen, als die Brücke kaputt zu kriegen. Nein, der Ring hält die Kette und den Pfeiler. Ist der kaputt, kippt das Konstrukt zusammen. Leider habe ich keine Nagelfeile dabei. Wir müssen Spot hier irgendwie hochkriegen. Wieso werfen wir den nicht einfach hoch? Also ich meine, wir müssen ja nicht unbedingt tragen, obwohl so schwer war Spot jetzt auch wieder nicht. Wir hatten ihn ja irgendwie gehalten und... Moment mal. Hochwerfen. Da unten haben wir doch auch so einen Pilz. Wenn wir Spot darauf schmeißen... Oh Gott, der fliegt ja wahrscheinlich sonst wohin. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ja. Ich hätte ihn vielleicht normal gehen lassen sollen. Es wäre wahrscheinlich schneller gegangen. So, mein lieber Spot. Setz dich hier doch mal auf den Pilz. Ich dachte, das Einzige, was dir nicht schmeckt, sind Furzpilze. Okay, das der ist ein hat schon Furzpilz. Lange kein Wasser mehr gesehen. Müssen wir den vielleicht... Moment, ich habe gerade eine Idee. Trink mal was. Um eine neue Spotform zu erhalten, okay. Wie süß! Guck mal, was er da macht. Wie süß ist das? Ungefähr so habe ich mir es aber ehrlich gesagt gedacht, weil den dicken Spot, den kennt man ja noch. So, und dann hat er jetzt ja Wasser. Wow, du hast den grünen Daumenspot. Oh. Viele grüne Daumen. Kicher, der wird aber ganz schön groß. So, und wenn wir dich da jetzt draufsetzen... Kennst du Sedgwicks Trick mit der Kanone? Oh, er ist wow. So süß. Ja! Es hat einen Moment gedauert, aber... Na? Ja, genau, klettert da mal hoch. Spot ist so süß. Ich meine, der war ja damals schon niedlich, aber so wie er jetzt aussieht, er ist so einfach so knuffig. Er ist so putzig. Guckt ihn euch an. Er ist so süß, wie er guckt. Okay, aber jetzt mache ich dich mal platt und schmeiß dich hier mal drunter. Mal gucken, ob das jetzt auch so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt kann ich gerade nichts tun. Was ist jetzt? Noch 20 Sekunden. Dann sind die Sucher auf der Brücke und stürmen das Camp. Und was machen wir nun? Ich weiß nicht, was du machst. Ich werde versuchen, sie aufzuhalten. Spinnst du? Nein. 10. 9. 8. Super Spot! Ja! Ja! Wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, ich bin schwer beeindruckt von euch. Und ich glaube, das träume ich nur. Und jetzt auf ins Camp. Deine Schwester ist bestimmt schon da. Na los, worauf warten wir noch? Da geht's lang. Er rennt auch einfach ohne Spot los. Sieht voll schön aus. Du sagst, du kennst den Weg und trotzdem laufen wir im Kreis. Wieso warten wir nicht auf meinen Bruder? Vielleicht zu unsicher? Deswegen, kleine Lady. Außerdem knurrt dein Magen ziemlich laut. Und alle Essensvorräte sind im Keller. Mein Magen knurrt überhaupt nicht. Dann muss es wohl meiner sein. Moment, gleich fällt mir ein, wo wir lang müssen. Ja, das ist ja schon sehr
vertrauenserweckend. Können wir uns das angucken? Oh, schau mal, der arme Vogel. Das ist Horus, der Botenvogel vom alten Janus. Hol ihn schnell raus aus dem Ding. Das ist eine Karnivore, eine fleischfressende Pflanze. Egal, hol ihn raus. Auch der Arme. Na komm her, du alter Herumtreiber. No. Oh nein, jetzt hat sie dich auch erwischt. Keine Sorge, die Verdauungssäfte brauchen eine Weile, bis sie zersetzend wirken. Oh je. Halb so schlimm. Ich habe davon gelesen, wie man den Prozess unterbrechen kann. Es muss mir nur einfallen. Egal, ich mach's kaputt. Lass meine Freunde los. Du sollst sie loslassen. Ja, wir hauen die jetzt einfach mal. Oh, wir hauen dann ja auch den armen Vogel. Das können wir doch nicht machen. Oh, der arme Vogel, der arme Horus. So beißt sie nur fester zu. Verständlich. Nicht, dass das weh tut. Meine Hand fühlt sich schon ziemlich taub. Blumen sind ja so gemein. Fragen, was er über Pflanzen weiß. Ich glaube, das bringt uns jetzt... Ich nehme erstmal das Erste. Ich hoffe, wir können mehrere Sachen nehmen. Du hast etwas über diese Pflanzen gelesen. Ist es dir wieder eingefallen? Naja, die Verdauung kann Tage dauern. Super. Was noch? Sie können auch Knochen vollständig zersetzen. Wie beruhigend. Was noch? Sie vertragen Bitterstoffe nicht. Was passiert dann? Sie spucken sie wieder aus, denke ich. Wir machen uns super ekligen Bittersaft. Okay. Machen wir das. So, das Schild können wir uns diesmal auch angucken. Der sieht eher verrückt aus als verbittert. Ja. Will sie die jetzt... Ob die bitter schmecken? Ja, sie will sie anlecken. Du leckst doch auch Kröten. Wow. Ja. Ich möchte ja nichts sagen, aber es könnte den Anschein haben, dass dieses Spiel die Einnahme von Psylus verherrlicht. Könnten da Bitterstoffe drin sein? Unwahrscheinlich. Das war ein Myodontor, kein Pflanzenfresser. Aha. Was haben wir hier? Ein Stöpsel. Dieser Stöpsel. Nicht rausziehen, bitte. Sonst entweicht Giftgas. Was? Eine Art Sumpfgas. Eine Mischung aus giftigen Fäulnisgasen und brennbarem Methan. Na sowas. Naja, also wenn wir schon die Option haben. Ich mach... Ups. Ich hoffe, jetzt passiert nichts Schlimmes. Nicht einatmen, hörst du? Okay. Boah, stinkt wie Latrinendienst jeden Mittwoch. Wow. Jetzt haben wir so schöne Riechkolben. Nicht einatmen. Wieso stinkt das denn so? Wir machen das trotzdem. Das kommt vom Schwefelwasserstoff, der entsteht, wenn Eiweiß fault. Ja, dann lassen wir das jetzt mal. Durch die Wurzeln. Sind wir da nicht... Nee, vielleicht wir sind von hier da drin, gekommen, von davor. Mini, geh lieber nicht so weit weg, hörst du? Nein, nein. Bleib hier, kleine Lady. Ja, ja. Das ist aber ein... Hier finde ich bestimmt was Bitteres. Dickes Sumsevieh. Eine Honigtauzecke. Ih, allein das Wort Zecke. Oh, wer bist du denn? Ups, du brauchst doch keine Angst zu haben. Hallo Sum, ich bin Rini. Und du? Tschüss Sum. Oh, wenn du Noah okay. siehst, sag
Sag ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. So, heißer Honig, genau. Schön die Zunge verbrennen. Da verbrennt man sich die Zunge. Ja, sag ich doch. Die Beeren könnten bitter sein. Also ich finde, sie sehen ganz schrecklich super bitter aus. Schrecklich super bitter. Die hole ich mir. Ja, wer will keine bitteren Beeren? Okay, wir brauchen sie ja jetzt gerade. Ich muss mir nur noch schnell eine Brücke bauen. Ja. Was? Maske? Daraus baue ich mir was. Zum Beispiel eine Brücke? Okay. Gut, eine Tuschelbrücke. Das hat funktioniert. Das ist aber schon ein bisschen creepy. Ich probiere es trotzdem. Hört doch mal auf zu quatschen. Hip. Nicht schon wieder. Also ich würde ja alleine schon dieser Brücke nicht mehr vertrauen, wenn sie mit mir spricht. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Wirf Bitterbeeren über mich. Ja. Yay, Beere. Oh, da ist eine. Und ein Fischi. Ich hoffe, der beißt uns nicht. Das schmeckt genauso wie Sonntagsgrütze. Genau schön. Das, was wir jetzt brauchen. Ein Eimer abbeißen hätte ja auch nicht gereicht. Sie muss ja gleich die ganze Beere verschlingen. Kann ja auch nicht giftig sein oder so. Warum nicht einfach mal alles in den Mund nehmen? Ich hole vorsichtshalber gleich drei. Ich hab dich. Bäh. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück. So, was haben wir hier denn noch? Ich wollte mir noch weiter umgucken. Können wir da schon gar nicht mehr machen? Wir haben die ganze linke Hälfte gar nicht angeguckt. Bittere Beeren haben wir. Und was nun? Bitterstoffe extrahieren. Extra was? Verstehe ich nicht. Das geht durch Erhitzen. Das verstehe ich. Wir brauchen ein Feuer. Ja. Ich hoffe, dass wir bei meiner Idee jetzt nicht bald den ganzen Wald abfackeln. Aber noch brauchen wir auch erstmal zumindest einen Funken, um das Gas zu entzünden. Ansonsten wird das nichts mit dem Feuer. So, jetzt mal gucken, was wir hier noch haben. Stimmt, den heißen Honig. Können wir mit dem heißen Honig das Gas anzünden? Ich weiß das jetzt gar nicht. Hier haben wir einen großen Schädel. Ich frage mich, wie der Fisch aufs Trockene gekommen ist. Und wie er wohl innen aussieht. Vielleicht war hier ja mal Wasser. Oh, da ist ja noch ein Monster im Monster. Okay. Achso, da, kleiner Schädel. Ich habe das gerade gar nicht gesehen. Eine richtige Monstroschka ist da. Das stinkt echt schlimm hier drin. Hallo, kann mir mal jemand helfen? Hallo, kann mir mal jemand helfen? Die Viecher sind ja schon so ein bisschen creepy, ne? Okay, wir helfen uns selbst. Warum hältst du nicht den Mund auf? Tja, jetzt haben wir die Masken hier. Hm? Wie kommen die denn auf einmal dahin? Könnt ihr etwa laufen? Bestimmt macht ihr das, wenn ich gerade nicht hinschaue. Ja, ihr könntet natürlich auch einfach mal das Maul aufhalten.
Sollen wir jetzt... Ah, da klebt okay. Pech dran. Brennt bestimmt wie eine Fackel. Ah, so kriegen wir das Feuer. Ja, genau. Wow. Feuer auf Teer schmeißen ist eine super Idee. Das wollte ich nicht. Ich will nicht, dass der Wald brennt. Tja, hast du ja toll hingekriegt. Vielleicht sollte ich die Hilfen doch ausmachen, weil ich glaube, so hilfreich sind die manchmal gar nicht. Viel zu wenig Wasser zum Löschen. Ich dachte auch, vielleicht kommen wir hier irgendwie rein, weil das sieht so aus wie so eine kleine Höhlung, aber okay. So, wir müssen jetzt nochmal irgendwie, glaube ich, an den kleinen Schädel. Aber irgendwie müssen wir, glaube ich, oder bleibt diesmal... Warum können wir denn nicht einfach jetzt den kleinen Schädel aufmachen? Warum muss der große denn dazu offen sein? Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht klappt das ja mit Maulsperre. Moment. Klappt schön mit Maulsperre. Sagen. Dr. Rini schaut sich nur kurz um. Ich hoffe, das klappt auch. Gegentreten. Warum macht sie das denn nicht einfach auf? Da ist auch noch was drin. Ein Ritterhelm. Toll. Für mich, nicht für den Ritter. Ja. Aber damit... Der hält sogar Feuerspeien in Drachenstand. Genau, damit können wir doch jetzt bestimmt ein bisschen Hitze mitnehmen. Juhu, ich habe endlich was Feuerfestes gefunden. Und dann haben wir gleich Feuer. Ich hoffe, wir haben da jetzt gleich nicht die gleiche Geschichte wie mit dem Teer. Das wäre ja echt übel. Schau mal. Ich habe hier was, womit wir ein Lagerfeuer anzünden können. Gut gemacht, Rini. Aber das Holz ist hier im Sumpf nicht trocken genug. Du musst etwas anderes finden, das du anbrennen kannst. Möglichst etwas, das nicht zu nah an mir dran ist. Haben wir ja eigentlich schon gefunden, aber... Ja. Vielleicht sollten wir es erstmal mit dem Warnschild versuchen. Brennt das vielleicht auch? Das gibt gutes Feuerholz. Okay, ist also auch nicht geeignet. Okay. Ich habe so ein bisschen Angst, dass hier gleich alles in die Luft fliegt. Explodieren kann der ganze Sumpf aber nicht, oder? Wie meinst du das? Na, wenn man das Gas anzündet. Oh, oh. Ach, wird schon nicht. Nur gut, dass Noah nicht zuschaut. Bittere Beeren haben wir. Eine Feuerstelle auch. Und was nun? Ihre Bitterstoffe werden freigesetzt, indem man sie in Wasser erhitzt. Ich weiß Bescheid. Okay, dann brauchen wir jetzt auch noch Wasser.